Versiegelte Tunnel, okay. Ich hätte mich schon sehr gewundert. Und da sind neue, die haben irgendwie Gift dabei. Und die sind auch gar nicht so ohne zu besiegen, merke ich gerade. Tja. Ja, wir sind in einem neuen Gebiet. Wir sind in einem neuen Gebiet. Die Feinde sind nicht ohne, aber da wir in einem Tunnel sind, würde ich, glaube ich, jetzt hier wieder mal erlauben, unsere Lampe anzumachen. Kündigen wir uns ganz dezent an. Hallo, hier sind wir. Und da ist doch auch schon ein Feind. Die kennen wir doch schon. Hui. Die bringen 1000 Punkte. Nein, 415 Punkte in dem Fall. Da ist doch bestimmt nur einer versteckt, oder? Nee. Tatsächlich nicht. Na gut, machen wir auf. Klangperle des Schmiedesteinschiffes 2. Das hört sich auch sehr cool an. Also haben wir schon zwei Klangperlen und hier geht es weiter. Dachte ich es mir doch fast. Haben wir schon zwei Klangperlen. Sehr schön. Versucht die mal von hinten zu holen, weil die doch relativ schwer sind. Zu besiegen sind. Und da ist noch einer. Da ist irgendwie ein Schmiedestein. Da schauen wir mal, was das für einer ist. Wir brauchen Schmiedesteine 5, glaube ich. Ja, der Schmiedestein 5. Wir brauchen Schmiedestein 6 inzwischen schon. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, wir brauchen Schmiedestein 5. Ah, muss man eigentlich einen Backstep geben. Schaffen wir es bei dem? Ja. Unser Blick darüber, der ist noch abgelenkt. Ich glaube, die bestehen selber ein bisschen so aus Stein, ne? Deswegen sind die schlecht besiegbar mit dem Schwert. Vielleicht ist hier der hier besser. Ja, der ist besser. Der ist wesentlich besser. Das Schwert knallt ihn von dem ab. Hier könnte es auch weitergehen. Noch was? Nee. Ja. Gehen wir hier weiter. Ah, wir müssen noch einen Trank trinken. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Sollten wir nicht vergessen. So. Ein Aufzug. Na, dann runter. Da gab es noch einen. Sehr schön, holen wir uns später. Holen wir uns später. Schaut auch schon wieder wie eine Sackgasse aus. Aber wir glauben da nicht mehr dran. Ja. Goldene Rune 5, sehr schön. Okay, da unten wird der Gegner warten. Könnte ich mir vorstellen. Da gibt es auf jeden Fall nochmal einen Wächter. Wo führt denn der hin? Der führt da drüben hin und hier geht's runter, ne? Aber geht's hier wirklich runter? Ja, hier geht's komplett runter. Ich glaube, ich würde erstmal darüber marschieren. Okay, und die Frage ist, gehen wir dann da weiter? Ich glaube ja. Wir gehen erstmal da weiter. Ha! Oh. Der ist runtergefallen, aber da war noch einer. So. Der runtergefallen ist, könnte hochkommen, wenn hier eine Leiter ist. Aber hier ist, glaube ich, keine. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Wir sind knallhart. So, was gibt's hier? Ein Steinschwertschlüssel. Und hier geht es tatsächlich nicht weiter. Doch, nein. Nein, hier geht es tatsächlich nicht weiter. Es geht hier irgendwo weiter. Nee, hier geht es tatsächlich nicht weiter. Ja, ist die Frage. Da müssten wir
Ah, schaut mal, da ist eine Lady. Kriegen wir die von hier aus? Ja, so ein bisschen zumindest. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen mit unseren Tränken, aber ich glaube schon, weil wir neue Tränke bekommen haben. Müssten wir die eigentlich besiegen können von hier aus. Und trotzdem für den Endboss noch eine gute Ladung haben. Müsste gehen. Das war's dann wahrscheinlich schon, oder? Sehr gut. Die haben wir also. Die hat uns einiges an Power gegeben. Und wir müssen jetzt darüber über den Baum hier kraxeln. Nicht runterfallen. Und dann darüber zu dem Typen. Jetzt wirft er das einfach dahin. Goldener Federtierfuß. So, die haben wir beide erledigt. Hier runter kommen wir jetzt gar nicht mehr, oder? Da müssten wir darüber springen, glaube ich, und dann über den hier wieder hochklettern. Ich denke, das sollten wir wahrscheinlich sogar auch machen. Ja, mache ich mal. Müsste gehen, oder? Ja, geht. Genau. Wissen wir auch noch nicht, wie wir das aufkriegen, ne? Ist da vielleicht diese Tussi dafür gewesen? Hätte die da dagegen fahren müssen? Wahrscheinlich nicht. Das könnte sein. Ah, das könnte sein. Vielleicht muss man hier die Umgebung benutzen, um die umzubringen, also um die aufzuknacken. Ein Runenbogen. Das könnte sein. Na, da haben wir die leider schon ein bisschen zu früh dann beseitigt, die Lady. Naja, egal. Oh! Ach, jetzt sieht doch mal so einer versteckt. Ah ja, stimmt, der ist einfach runtergefallen. Richtig. Dunkelschmiede Stand 5. Auch nicht schlecht. Hier geht es leider nicht weiter. Okay. Müssen wir akzeptieren. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht geht es da drüben noch weiter. Nein. Tja, das werden wir wahrscheinlich nicht aufbekommen. Aber gut, so ist es halt dann. Aber wenn wir das Level neu laden, dann müssten die wahrscheinlich wieder da sein. Dann müsste es gehen. Ja, könnte man mal ausprobieren. Aber lohnt sich's? Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt erstmal da hoch. Eins nach dem anderen. Erstmal hoch. Hallo. Hallo, hoch. Sind wir auf der falschen Seite? Dann darüber balancieren. Ich gehe jetzt erstmal darüber. Oh, Schritt für Schritt. Dann darunter. So, jetzt mal wieder da. Und jetzt dürfte doch irgendwann mal der Boss kommen, oder nicht? Also ich würde jetzt den Boss erwarten. Ja, da ist auch die Marika. Also wir können hier wieder spawnen, das ist gut. Soll man denn da durchkommen? Muss man da irgendwas Bestimmtes beachten oder müssen wir einfach da runterspringen? Wir müssen da runterspringen. Hier geht es ja nicht lang. Vielleicht von der anderen Seite dann. Ja, wir springen einfach mal hier runter. Das ist fies. Das ist fies gewesen. Das war wirklich fies. So. Gnadenimitator. So, wenn wir jetzt da hochgehen, dann müssen wir doch an das Item kommen, ja. Alter Reißzahn. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ah, da hinten ist noch was.
großer Schimmerstein überrest und hier ist nichts. Wir bekommen immer ein paar Punkte, das ist ja auch nicht zu verachten. Und dann geht's weiter. Hier geht's weiter, bestimmt, oder? Ja, da geht's weiter. Oh, das war ein bisschen unglücklich gemacht in unseren Rücken rein. Aber wir haben genug Tränke, das sollte kein Problem sein. Also wenn der Boss jetzt nicht zu heftig und zu schwierig wird, kriegen wir den trotzdem hin. Da unten ist auch nochmal ein Schimmer, ein Schmiedestein, den wir vielleicht erwischen könnten, wenn wir es geschickt anstellen. Ja, sehr gut. Schmiedestein 5 nochmal. Da ist noch ein Item drüben. Kommen wir zu dem hin? Denke schon. Nee. Das hätte man anders machen müssen, ne? Da hätte man in die andere Richtung springen müssen. Weil von hier aus darüber wird nicht. Doch, wird sogar. Geht sogar. Sehr gut. Ein Blitzfett, naja, gut. Hätten wir auch nicht unbedingt gebraucht, aber egal. So, und jetzt da unten wird der Boss sein. Die Frage ist, wie kommen wir hier runter? Können wir da rüber? Ja, da können wir rüber. Und da können wir runter jetzt. Ja, sehr gut. Kettenreaktion. So. Was ist das hier? Eine goldene Rune 9. So. Oh, ein Tor. Welch schönes, mächtiges Tor. Und was ist hier? Und da wird ein Drache sein. Oder sowas ähnliches. So ein Magma-Drache. Also oder so. Ich gehe erstmal kurz da lang. Komisch, oder? Warum ist da so ein Weg? Ist da so ein Weg? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Na ja gut, dann ist hier offensichtlich nichts. Müssen wir auffüllen. Wie viel haben wir denn genau FP? Wir haben genau 95, ja, wir müssen auffüllen tatsächlich. Es sind nicht genug, um den Ritter herbeizurufen. Jetzt sind es genug. Dann nehme ich noch den hier. Und dann holen wir uns den Ritter. Hier müsste jetzt gleich ein Boss aufkommen. Ja, da kommt er auch schon. Ein Onyx-Fürst. Jetzt kann der Ritter ihn ablenken, bitte. Ja. Haben wir es eigentlich schon mal besiegt? Der ist schon mal auf jeden Fall gut hier, unsere Waffe. Sehr gut, noch einmal, komm. Pam! Ha! Sehr gut! Wir bekommen das Onyx-Fürsten Großschwert. Und 19.200 Runen. Das hat sich doch gelohnt. 77.000 Runen haben wir dann jetzt. Und hier geht's weiter. Sowas kannten wir ja schon, ne? Das gab es schon mal, dass wir einen Boss besiegen mussten, um irgendwie wo weiterzukommen. Sehr schön, sonst gibt es leider nichts. Ja, gut. Wo kommen wir hier hin? In einen Garten. Oh, zu diesem Turm. Ja, das ist ja spannend. Das ist wirklich spannend. Und da ist ein Ort der Gnade. Ich glaube, in den Turm reingehen müssen wir im Moment nicht, weil wir haben keine große Rune, die wir aktivieren müssen. Deswegen müssen wir da jetzt erstmal, glaube ich, nicht reingehen. Das lohnt sich nicht. Aber wir wissen zumindest schon mal, wo wir da hin müssen. Das ist ja cool. Dieser Turm. Also wir wissen, dass hier irgendwie ein Boss sein muss. Das wissen wir. Das hat uns schon einer gesagt im... wie heißt das nochmal... Ich schaue mal ganz kurz, wie es heißt. Hab's vergessen. Hier.
Tafel der Gnade. Dieser komische Oberlord in der Tafel der Gnade uns erzählt, dass hier ein Boss ist. Hier ist aber nirgendwo ein Turm. Ne? Hier sehen wir keinen Turm. Das heißt, das könnte der Turm sein, auch wenn er sehr weit weg ist, der zu dieser Rune, zu dieser großen Rune hier gehört, um die zu aktivieren. Weil ich sehe hier nirgendwo einen Turm. Ich habe auch keinen gesehen an der Silhouette oder sowas. Ja, das könnte sein. Diesen niederen Erdenbaum, den Typen müssen wir noch besiegen. Da sind wir noch nicht weitergekommen. Hier müssen wir auch noch weitermachen. Und dieses Gebiet hier müssen wir noch erkunden. Da waren wir auch noch gar nicht. Und auch dieses Gebiet hier müssen wir noch erkunden. Da waren wir auch noch nicht. Und hier haben wir natürlich auch noch die zwei, diese zwei Baumwächter. Die haben wir auch noch nicht besiegt. Ja. Aber jetzt denke ich mal, ja, jetzt gehen wir erstmal. Ich würde echt interessieren, wie es in der Götterbrücke ausschaut. Da waren wir schon mal, aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt tatsächlich zur Tafel der Gnade. Versuchen unser Schwert abzuleveln. Dann war noch was anderes, was ich hier machen wollte. Ich habe es jetzt leider schon wieder vergessen. Ah ja, natürlich, die Klangperlen. Die Klangperlen abgeben. Ich frage mal kurz nochmal bei dem, wer war denn da nochmal? Ja, da waren wir schon. Ja. Gut. Godric nicht, Radahn auch nicht, den haben wir nämlich schon, Renala auch nicht, Morgoth war dort. Nee, der ist in der Hauptstadt. Okay. Ja. Okay. Ja. Dann war Rikard dort. Ja, der ist dort. Dann haben wir eigentlich nur noch diese zwei. Eigentlich ganz übersichtlich, oder? Nähern wir uns tatsächlich dem Ende dieses Spiels? Das kann ja gar nicht sein. Aber wenn es so ist, dann ist es so. So, jetzt hier, meine lieben Mädels, Zwillingsjungferhüllen. Klangperlenhändler 1. Nee, eine Klangperle anbieten. Die Klangperle des Schmiedeschürfers. Und die Klangperle des Dunkelschürfers. So, und was können wir jetzt bei denen kaufen? Also wir haben Schmiedestand 1, Schmiedestand 2, 3 und 4 in unbegrenzter Menge und Dunkelschmiedestand 1, 2, 3 und 4 in unbegrenzter Menge. Sehr gut. Dann die Gräbertalilie 1, 2, 3 und die Geistertalilie 1, 2 und 3 in unbegrenzter Menge. Na gut. Sehr schön. Sehr schön. Wundbögen leider nicht in unbegrenzter Menge, das wäre natürlich toll. 4.000 vor allem, das wäre es auch relativ günstig. Okay, das ist gut zu wissen. Und jetzt kümmern wir uns mal um unser Schwert, ob wir das upgraden können. So, schwere Flammenberge können wir tatsächlich upgraden. Wir brauchen Schmiedestand 6. Und davon haben wir jetzt. Wir haben jetzt 5 und wir brauchen 4. Dann mache ich das mal. Dann haben wir jetzt Flammenberge 18. Sehr schön. Und da brauchen wir Dunkelschmiedestand 7. Okay, hier bräuchten wir Schmiedestand 5 für die Armbrust. Da wir hier Schmiedestand 6 brauchen, ist es keine Konkurrenz. Deswegen können wir die Armbrust auch mal upgraden, würde ich sagen. Spricht ja nichts dagegen. So, dann haben wir die auch mal abgegradet. Jetzt brauchen wir inzwischen auch Schmiedestand 6. Den verbrauchen wir jetzt aber dafür nicht. Das Schild braucht Schmiedestand 1. Aber ich glaube, das bringt uns nichts, wenn wir das upgraden. Das ist nur, wenn wir damit Schaden machen wollen. Das bringt uns nichts. Nee. Soweit ich das verstehe, bringt uns das nichts. Gut, wie viele Runen haben wir jetzt noch übrig? 72.000. Wir brauchen also um die 20.000 Runen. Nicht ganz, aber um die 16.000 Runen. Haben wir da genug? 3.800. 8.000. Nochmal 7.000. Wären ungefähr 15.000. Ja, das reicht. Okay. Nutzen wir das. Dann steigern wir uns und dann gehen wir dahin, wo ich die ganze Zeit eigentlich schon hingehen wollte. Also zumindest, ich denke, dass wir dort dann hinkommen über diesen Weg. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, dass wir dort hinkommen. Obwohl eigentlich, wenn wir dann keine Runen gerade im Gepäck haben, möchte ich, glaube ich, doch noch wo ganz woanders hingehen. Das seht ihr dann gleich wo.
Ja, machen wir dann da weiter. So, das sollte passen. Ja, perfekt. Das müsste reichen, oder? Für den Stufenaufstieg. Ja, reicht. Kraft. Kraft auf 40 ist unser nächstes. Kraft auf 40 unser nächstes, wie soll man sagen? Unser nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel ist Kraft auf 14. So, damit haben wir jetzt fast die richtige Länge. 585 Runen ist perfekt, um dorthin zu gehen, wo ich jetzt hingehen möchte. Nämlich nach Siofra mal wieder. Und endlich mal diese Queste fertig zu machen. Heiligkornland, ich glaube, Wald der Ahnen wäre da ein ganz guter Punkt. Ufer des Siofras nicht, nein. Wald der Ahnen müsste ein ganz guter Punkt sein. Schaut mal, da drüben ist ja dieses andere Gebiet, ne? Da würde ich auch ganz gerne mal das hier noch erkunden, aber da sind wir noch zu schwach. Also gehen wir mal hier in Wald der Ahnen und versuchen gegen diesen komischen Hirschen da zu bestehen. Das müsste doch jetzt möglich sein. Da müssen wir doch inzwischen stark genug sein, den zu bekämpfen, oder? Ich glaube, da müssen wir da hinten. Ja, ich versuche mal hier auf mich vorbeizuschleichen. Die sind so schön. Da sind die. Ich glaube, vor denen brauchen wir nicht so viel Angst haben. Können wir hier unser Pferd herbeirufen eigentlich? Schau mal, das haben wir noch gar nicht geholt. Ah, da kommt er schon. Ach, der lebt noch. Bin nicht ganz erwischt. Die Tussi heilt die. Okay. Dann schnell weg. Die merke ich gerade. Wir gehen mal da hoch, weil da ist das, was wir hin wollen. Ich hoffe, wir kommen da durch. Ja. Wir wollen jetzt hier nicht kämpfen. Wir wollen eigentlich dahinter. Ich laufe hier mal zickzack. Ich glaube, jetzt werden wir nicht mehr verfolgt, oder? Doch. Will nämlich eigentlich den Boss hier nochmal angehen. So, sehr schön. Mit 585 Runen ist es genau die richtige Gelegenheit, den Boss jetzt nochmal anzugehen. Und hier müsste eine Marika sein. Das heißt, wir müssen dann nicht nochmal hoch zu den anderen. Also, unseren Ritter oder den Vogel. Und ich glaube, in dem Fall ist der Vogel der bessere, um gegen diesen Hirschen zu bestehen. Wir nehmen den hier. Vielleicht ist es jetzt auch ganz leicht geworden. Wir werden es mal gucken. Weil wir doch jetzt uns einige Verbesserungen geleistet haben. Da kommt er wieder. Ich glaube, der kann diese Tiere, die da rumlaufen, die kann er fressen. Und dann dadurch kann er sich wieder heilen. Schaut mal. Wir machen auch ganz guten Schaden. Der Vogel ist leider schon tot. Aber wir machen ganz guten Schaden. Sehr gut. Wir brauchen jetzt nur leider einen Trank. Aber das ist kein Problem. So, jetzt machen wir hier mal. Au! Schweinchen. Ja, wir haben ihn schon zur Hälfte. Wir haben noch genug Tränke. Der Vogel war leider keine große Hilfe. Ah, jetzt hat er sich wieder geheilt. Das ist natürlich schlecht.
Ah, jetzt hat er verschwunden. Ach ja. Also ganz so einfach wird er nicht, aber... Also der Vogel war nicht gut geeignet, wie ihr gesehen habt. Aber es gibt nicht mehr so viele Tiere auch, oder? Er verbraucht die Tiere, ja? Irgendwie erwischt er uns, auch wenn wir da rollen. Das ist immer noch die beste Taktik, ihn hier irgendwie mit Magie zu betreffen, oder? Denke ich.